So, weiter geht's. Immer noch auf der Suche nach dem Zettel, den man hört, den ich nicht sehe. Kann auch sein, dass er dahinter liegt, hinter den Steinen. Aber was soll uns eigentlich schon großartig auch in der Höhle passieren? Ich meine, mehr wie die Typen kann ja eigentlich da nicht sein, ne? Denke ich mal. Hier ist also eine Abzweigung mit drei Wegen. Kommt man hier durch? Ne. Okay. Also, wir haben eine Abzweigung mit zwei Dingern. Das heißt, wir sind theoretischerweise ja wahrscheinlich jetzt hier lang gelaufen. Und wir werden wahrscheinlich hier jetzt stehen. Rechts würden wir um den See gehen und wieder zum Baum kommen. Und links, wir gehen links mal nach oben. Weil ich würde mal zur Höhle. Wenn wir da reinkommen, natürlich. In der Hoffnung, dass wir da mehr Information finden. Information, Information. Man weiß ja auch im Prinzip gar nicht so, was das generelle... Hier ist schon wieder eine Abzweigung. Was das generelle Ziel jetzt auch des Spiels ist. Ne? Soll man jetzt alle Hinweise finden oder... sind wir jetzt echt schon hier oben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind nur ein Stück gelaufen. Ich gehe mal hier lang. Da, la, 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 la. Ja, teilweise hat das Spiel auch sehr ruhige Phasen, muss ich sagen. Eons. That's how long I spent, suspended in nothingness. And then this one time, a pale, dim glow filled it. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had no strength to open my eyes. And finally, after processing the situation on and on, I realized I have no eyes. Er realisierte, dass er keine Augen hatte? Was? Spielen wir also einen Blinden? So, ich bin total unschlüssig, wo wir jetzt gerade uns befinden. Was ist das hier? Schon wieder so ein Totem-Dingen. Bah! Entschuldigung. Wollt's nochmal ausprobieren, ob ihr auch wach seid. So. Weiter geht's. An dem schönen Cola-Berg. Coca-Cola-Berg. Ach, guck mal, da oben leuchtet was. Könnte sein, dass da ein Lagerfeuer ist. Kann sein, muss nicht. Ich erschrecke mich manchmal an Bäumen, wo die Blätter so komisch hängen. Da oben geht's auch. Da scheint es in die Höhle zu gehen. Und hier ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Das heißt, haben wir schon mal einen Orientierungspunkt, wo wir auf der Karte uns befinden. Sehr geil. So. Ach, guck mal einer an. Dann sind wir jetzt schon mal hier oben. Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen... Ah, hier ist ein Höhleneingang. Da haben wir einen Höhleneingang sogar schon verpasst, so wie das aussieht. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den hier oben. Also den hier. Und gehen dann hier mal lang. Und dann schauen wir mal... Obwohl, wir können auch nochmal zurückgehen. Das müsste links dann liegen. Ich schaue nochmal eben. Warte mal. Huch. Da hinten ist der Höhleneingang. Ich sehe ihn. Da sind wir doch glatt dran vorbeigelaufen. Hier müsste der sein. Aber da kommen wir nicht rein. Weil wir nicht klettern können. Okay. Dann würde ich sagen, biegen wir hier mal rechts ab und schauen mal, was uns dort erwartet. Was soll da schon großartig passieren und kommen? Mehr wie orangefarbene Lichter, denke ich mal, wird es nicht sein. Würde ich mal
behaupten. Es war eine gute Idee, hier reinzugehen. Da hinten liegt was. Ja, es war eine gute Idee, hier reinzugehen. La la la. La la la. Kommen wir wieder. Oh, wie kommen wir wieder raus? Oh, oh. Bitte was? Was ist das denn? Das heißt, warte mal, wenn wir hier rauskommen, ne, und da oben in der nächste Höhle gehen, das heißt, wir sind doch theoretischerweise dann auf der Karte. Wir sind da reingegangen, das heißt, wir werden jetzt hier irgendwo. Ich blick da irgendwie mit der Karte, blicke ich da irgendwie nicht gerade durch. Was war das gerade? Ich hasse Stille. Stille. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Es war eine sehr gute Idee, hier lang zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich hier... Oder kann ich? Ja, Flex, das war eine gute Idee. Eine ganz tolle Idee war das von dir. Das ist nur ein Lagerfeuer. Ich gehe mal da lang. Ich weiß nicht, wo es dahin. Ich will gar nicht wissen, was das war. Stelle hier oder Tropf, Tropf. Komme. Oh, warte mal. Am hier, mein Auge. Ich komme gerade vor wie eine Tropfsteinhöhle. Oh, was ist das denn? Pilze? Ich glaube, ich esse mir erstmal einen Pilz, weil dann ist mir das eher alles sehr. Hey, das ist mir so egal. Dann ist mir alles egal, wie das hier auch aussieht. Dum, dum, dum. Ich hasse Stille. Ich hasse Stille. Hört sich an wie so eine Melodie. Da kommen wir wieder raus, okay. Okay, aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich will hier eigentlich... Also hier raus möchte ich, glaube ich, doch noch nicht. Ich möchte doch noch mal... Ja, ich möchte doch noch mal rein. Weil da gab es mehrere Abzweigungen, die ich doch noch mal untersuchen möchte. Wir sind ja... Ne? Investigativer Journalist. Der alles rausfinden will. Oh.
Ich gucke gerade schon auf die Uhr, ob ich nicht langsam mal die Folge beende. Steht da einer? Oh, das ist nur ein Ast. Ich dachte, da steht eine Hand. Ist da irgendwie. Alter. Ich sag doch, ich hab Paras. Wir sind von oben gekommen, ne, oder? Ich glaube ja. Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr, Flex. Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Ich will die Höhle untersuchen. War eine tolle Idee. Eine ganz großartige. Hallo? War eine ganz großartige Idee. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Da hat gerade einer so gemacht. Alter, ich will gar nicht. Alter, ich will gar nicht sein. Was ist das für eine kranke Musik vor allen Dingen? Ob es hier auch sowas wie Jumpscares gibt? Sieht ein bisschen aus wie bei Destiny. Da geht's doch raus, oder? Das ist draußen, so wie das aussieht. Kommen wir da? Da kommen wir gar nicht hin, ne? Schade. Naja, schade ist relativ. Wie ruhig und gespannt auch gerade der Chat ist auf Twitch. Für dich auf YouTube. Da schreibt nämlich gerade keiner, weil die wahrscheinlich alle gespannt gerade zusehen. Ja, ich hab dich schon gesehen, Zettel. Ich hab mich nur gefragt, was es gerade für ein Geräusch war, dieses. Hat gerade echt einer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Als ob einer so nach Tok so guckt, so. Ich sehe überall Dinge. Das ist nicht gut. Flex, ich sollte aufhören, sowas zu spielen. Ich sollte echt aufhören, sowas zu spielen. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hin, oder? Aber ich meine, na, natürlich nicht. Toll. Wie komme ich denn bitte. Wo ist denn da. Ich sehe da gar keinen Zettel. Wie komme ich denn. Ich will ungern runterspringen, weil wir wahrscheinlich sterben. Scheiße, verdammt. Wie kommen wir denn? Da unten sind wieder die Pilze. Können wir außen rum gehen, vielleicht? Scheiße, wir kommen ja gar nicht mehr zurück, ne? Oder? Doch. Uah. Ich sehe aber auch nichts. Kommen wir. Hier kommen wir auch runter. Ich frage mich, wie wir da drüben hinkommen. Und vor allen Dingen, wo dieser. Vor allem, wo dieser Zettel ist. Der muss ja bei der Kerze liegen. Aber ich will da nicht unbedingt hinspringen. Weil springen kann ich ja im Prinzip nicht. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwie raufklettern. Ich versuch's jetzt einfach. Ist mir egal. Das war so klar. Ich bin tot. Schön. Eine Sackgasse. Ja, herzlich willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Heute Ausnahmestream wegen Kolat.
Ja, wir machen gerade ein Live-Let's Play. Das wird auch auf YouTube erscheinen. Und für dich auf YouTube, wir sind immer noch live, wie du gerade sicherlich mitbekommen hast. Und wie das hier aussieht. Wie das hier aussieht, so dunkel und so braun und alles. So sieht übrigens meine Unterhose gleich auch aus. Denn ich komme. Taschenlampe bringt mal fast gar nichts eigentlich. Was hat der denn für eine Taschenlampe eigentlich bei sich, die überhaupt nichts bringt? Ich gehe mal hier lang. Schön. Wie ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt hier überhaupt noch rauskomme. Ewig gefangen wahrscheinlich hier. Alter, dieser Zettel, ne? Habe ich schon gesagt, dass der Zettel mir auf den Sack geht? Komme ich hier rauf? Okay, er geht zwar hier rauf, aber mehr auch nicht. Und das war's dann auch. Hier vielleicht? Nein, okay. Hier vielleicht? An dem Ast und dann hier so und dann. Nee, okay, geht auch nicht. Ja, super. Und jetzt? Bin ich jetzt einfach ins Ungewisse gesprungen und werde jetzt hier Rest meines Lebens hier unten verbringen? Na toll. Alter, dieser Zettel. Hör auf. Das ist. Ich. Ah, hier komme ich rauf. Oder? Ja. Ah, und jetzt kommen wir auch zu dem Zettel, glaube ich. War eine tolle Idee.7 a.m. We're finally here. We met a group of Mancy people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet. Police got involved, but luckily, after some explanations, the whole thing got sorted out. We spent the whole night in the train speaking about love, religion, politics. When we felt tired, we went to bed, but since the compartments were not closed, we decided to keep watch and switched every couple of hours. There are moments when I doubt whether we are ready for such an expedition. Disturbing thoughts are haunting me. Maybe we misjudged our capabilities. Others say we'll make it, but I'm afraid. I have a bad feeling about this, as if a shadow of fear was breathing down my neck. I cannot explain this. It's time to take a nap. Endlich am Ziel. Wir haben eine Gruppe von Mansen getroffen. Sie haben seltsame Werkzeuge. Ich glaube, sie verwenden sie zum Jagen. Wir haben auch Bekanntschaft mit der hiesigen Gastfreundschaft gemacht, als man uns nicht ins Bahnhofgebäude lassen wollte, weil wir zu laut sangen. In der örtlichen Schule hat man uns aber sehr herzlich empfangen. Wir hatten ein wenig Zeit, also hatten wir den Schülern über unsere Expedition erzählt. An einer der Haltestellen hat uns ein Betrunkener beschuldigt, wir hätten seine Geldtasche gestohlen. Die Polizei ist gekommen, aber zum Glück konnten wir die Situation klären und es ist nichts weiter passiert. Wir haben die ganze Nacht im Zug verbracht und uns über die Liebe, Religion und Politik unterhalten. Als wir müde waren, haben wir uns schlafen gelegt. Da es kein geschlossenes Abteil war, haben wir beschlossen, Wache zu halten und uns alle paar Stunden abzuwechseln. Manchmal kommen mir Zweifel, ob wir für so eine Expedition bereit sind.
Beunruhigende Gedanken verfolgen mich. Vielleicht unterschätzen wir uns. Die anderen sagen, wir schaffen es, aber ich habe Angst. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Als ob mir ein Schatten der Angst folgen würde. Ich kann es nicht erklären. Zeit, etwas zu schlafen. Wieder eine Notiz der Expeditionstante. Ich werde mal hier lang gehen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier mal... Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist unfassbar. Hier scheint es irgendwo lang zu gehen. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Voll die Stiefel, Steffi. Wo ist der Zettel? Ich höre einen Zettel, ich sehe ihn aber nicht. Doch hier. Nein, noch nicht. Ich will erstmal weg hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht gut hier zu sein, denn an so einem Totempfahl. Okay, anscheinend passiert nichts. Ich werde mal das Buch öffnen. We are sitting in. Ja. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichai on February 19th. Das haben wir schon gelesen. A couple of days before. We discovered the. For a very long time, I could not come across any track. The human. Finally, we made it to the pass. Thank God, we made it. On our way, I felt someone was following us. I heard strange whispers around. I sometimes even caught a glimpse of a moving shadow in the trees. There were moments I could feel someone's breath upon my shoulder. But when I stopped still, hearing the snow crunching under one's boots, and turned around, there was nobody there. I had the impression this is a place of some horrid altar of madness. Nothing is as it should be. Or it's some kind of a nightmare. And then we found the bodies. Something told me not to look, but it looked like something was sticking out, or maybe there was just some voice in my head which kept repeating, "Go down there, go." I can hear it clearly even now. So I went down and found the remaining four. The way they looked, what on earth could have happened to them? I'm not able to describe it in detail. Smashed skulls, twisted limbs, broken ribs, torn, cut, or burnt skin. Never ever have I seen anything like this. A gruesome image of madness or some sick experiment. As if someone or something played with them and abandoned the destroyed toys in the forest. I felt madness was slowly but firmly overcoming my soul. Endlich erreichten wir den Pass. Geschafft, Gott sei Dank. Auf dem Weg hatte ich das Gefühl, dass uns jemand folgte. Ich hörte seltsames Geflüster und manchmal sah ich sogar einen Schatten zwischen den Bäumen hindurchhuschen. Ab und zu spürte ich jemandes Atem in meinem Rücken. Doch wenn ich stehen blieb und mich umdrehte, das Knirschen des Schnees unter meinen Stiefeln noch im Ohr, war niemand zu sehen. Ich hatte den Eindruck, dass wir einen Tempel des Wahnsinns betreten hatten. Nichts war so, wie es sein sollte. Es war wie ein Albtraum. Und dann fanden wir die Leichen. Ein Gefühl sagte mir, nicht hinzusehen. Doch irgendetwas erregte meine Aufmerksamkeit. Doch vielleicht war es nur eine Stimme in meinem Kopf, die immer und immer wiederholte,
Geh dort hinunter. Geh schon. Bis heute kann ich sie klar und deutlich hören. Ich ging also hinunter und fand die restlichen vier. Sie sahen aus, ich hatte keinerlei Vorstellung, was ihnen zugestoßen sein mochte. Ich kann es nicht genau beschreiben. Zertrümmerte Schädel, verdrehte Gliedmaßen, gebrochene Rippen, aufgerissene, zerschnittene oder verbrannte Haut. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ein grausames Bild, das von einem Akt des Wahnsinns oder irgendeinem kranken Experiment zeugte. Als hätte jemand oder etwas mit ihnen gespielt und die zerstörten Spielsachen im Wald zurückgelassen. Ich spürte, wie sich der Wahnsinn langsam aber sicher meiner Seele bemächtigte. Ja, mit diesen wahnsinnig gewordenen Wahnsinnsbildern möchte ich euch doch jetzt quasi nicht nur auf YouTube, sondern auch hier im Stream quasi mal entlassen. Und ich würde sagen, wir wandern nochmal eben schnell zu unserem kleinen Zeltchen hier, machen uns es nochmal schön warm und gemütlich. Und ja, würde sagen, in der nächsten Folge auf YouTube sehen wir uns hier bei Kulat wieder und dann erforschen wir weiter das Mysterium um den geheimnisvollen Berg Kulat. Und ich bin gespannt, ob wir auch irgendwie weiter in der Höhle kommen oder ob wir noch was anderes entdecken. Und dann schaltest du wieder ein. Also mach's gut, ciao.